Scheiße, ne? Wie fühlt man sich so, wenn man abgeschossen wird, hä? Ich weiß gar nicht, wann ich damals mit dem Let's Play aufgehört habe. Was ich habe aufgehört? Ich höre ja ein Let's Play nicht auf. Ich pausiere es meistens nur länger. Und irgendwann ist die Pause halt so lang, dass man denkt, wahrscheinlich ich jetzt aufgehört. Aber ich pausiere das öfters eigentlich nur. Wie zum Beispiel auch das Dragon Ball Z. Das habe ich eigentlich nur pausiert. Ich habe einfach nur gerade keine Lust auf Dragon Ball. Irgendwann werde ich Lust wieder drauf kriegen, da werde ich es wieder anfangen. Aber momentan ist einfach meine Lust auf Null bei dem Spiel. Weil irgendwie, ich komme da einfach auch nicht weiter gerade. Weshalb ich auch da einfach momentan keinen Bock drauf habe. Und ich muss gleich auf jeden Fall wieder verzaubern, sehe ich gerade. Ich bin wieder 18 Level. Weswegen ich das halt einfach gerade nicht spielen möchte. Aber auf jeden Fall werde ich das Game auch noch weiter spielen. So viel ist mir mal sicher. So, oha. Du Arsch, ey. Drecksack, du Kleiner. Stirb du, gerade eben. Voll der Hardcore-Dieb hier. Oh. So, mein Lieber. So, warte mal. Mit dir haben wir was ganz Besonderes vor. So, warte mal. So, wie fühlt man sich, wenn man auch mal abgeschossen wird die ganze Zeit, hä? Kleine Sau, jetzt schieß ich dich mal ab. Ha, scheiße, ne? Wie fühlt man sich so, wenn man abgeschossen wird, hä? Du Arsch, du. Was du da mit mir? Du und deine Skelettkollegen. Schlimm. So, egal. Wir haben unsere Wut an dem Skelett ausgelassen. Und können direkt mal das nächste Backpack anfangen. Guck, was ist das eigentlich? Big Light Blue Backpack. Cool. BLBB. BBB. BPB. BLGP. BLGP. BGP. BGP! Ja, Mann, das erinnert mich Police Academy. BGP. Weil, da gab es in einem Film das sogenannte BGP-Programm. Bürger gehen auf Patrouille. In Englisch wahrscheinlich besser. Bürger. Keine Ahnung, ist auch egal. Was hat mich das gerade erinnert? BGP. Bürger gehen auf Patrouille. Oh, guck mal, ist das nicht schön, dass ich nicht mehr ausleuchten muss? Das ist doch, ey, das ist doch awesome, oder Leute? Ich finde das awesome, ey, ohne Scheiß. Liebe diese verdammte Tiefrüstung. Jetzt komme ich mir aber schon zum 8. Mal oder so gesagt. Das ist einfach nur geil, Mann, ohne Scheiß. Ich brauche nicht mehr auszuleuchten. Interessiert mich einfach nicht mehr mit dem Ausleuchten. Das Dumme ist nur leider jetzt, wenn ich was baue, check ich nicht. What? What? Hier ist ein Enderportal. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist ein Enderportal, ohne Scheiß. Warte mal gerade. LOL. Hier sind Endportalsteine. Wie krass ist denn das? Sterbt ihr Säcke. Sterbt einfach. Also du musst jetzt nämlich eigentlich nur noch ausleuchten, wenn ich irgendwas... Ach, guck mal, hier geht's wieder raus. Ein Slime. Oh, hallo, mein lieber Slime. Wie geht's dir? Ich hau dich mal gerade kaputt. Hallo, mein lieber Slime. Oh, tschüss und tschüss. Oh, der ist gestuckt gerade. Aua! Du Sau, was soll denn das? So, was hackt? Guck mal, da kommt direkt der Nächste. Komm runter. Komm runter, lieber Schleim. Ich schieße dich jetzt ab. Klatsch. Schieße dich nochmal ab. Klatsch. Oh, er ist gestorben. Ein guter Schütze. Haha, stirb, Bär! Wieder direkt Akku wird. Was dumm ist, das habe ich leider nicht mit meinem Schwert erschlagen. Ah, da ist ja kein Loot mehr drauf. Mein Schwert ist ja kaputt gegangen. Ah! Ja, leider, ne? Oh, schon wieder. Mann. Ja, das ist natürlich jetzt das Doofe an der ganzen Geschichte hier. Ne? Man sieht natürlich leider nichts mehr. Hier sind nur Betten. Betten, Betten, Betten. Ach, guck mal hier. Und dann noch. Ach, Pfeile, ja gut. Was soll's. Okay. Gut, dann werden wir mal... Ne, ist nicht genug Platz, machen wir es hier. Machen wir es hier. Werden wir mal gerade ganz kurz...
Mal kurz nochmal das blaue Pack rausholen. Gucken, was wir hier noch reinpacken können. Gar nichts mehr. Alles ist der Fall. Das ist natürlich scheiße. Na, ich hätte doch einfach reinpacken können. Machen wir gerade alles hier rein. Na, wir nehmen gerade einfach die Tür mit. Ist egal. So, warte mal. Aber die Pfeile lassen wir hier drin. Ich wollte gerade sagen, ein Pfeil, aber wir lassen lieber alle Pfeile draußen. So, warte mal. Dann das grüne Backpack. Dann wieder die Dingens raus. Und das raus. Und dann machen wir hier mal wieder so einen kleinen Kreis. So. Und dann einfach mal. Zack, da. Pam. Stopp. So, einfach mal hier wieder in die Ecke. Und dann mal gerade kurz das Schwert rein. Erstmal Repair. Dann. Sharpness. Dann Unbreaking jetzt. Sind meine Level schon wieder fast futsch. Krieg ich noch Knockback drauf? Nee, leider nicht. 6 Level. 6 Level. Okay, warte. Ganz einfach. Wir haben ja noch Bottle of Enchanting irgendwo. Bottle, da. Jetzt mal wieder ein richtig geiles Schwert, nämlich bauen. Dem ich ja meins leider verloren habe. Fire Aspect geht mit 6. Looting. Oder lieber Looting drauf? Looting, Fire Aspect oder Knockback? Ich werfe Fire Aspect. Ohne Scheiß, dann verbrennen die wenigstens. Nehmen wir Fire Aspect. Ist mir lieber. Ganz ehrlich. So, bauen wir wieder die Regale ab. Und gehen wieder ein bisschen killen. Aber geil, dass da hinten ein Enderportal ist. Finde ich voll geil. Ohne Scheiß. Kann man die Endportalsteine echt abbauen? Weiß ich gar nicht. Endportalsteine. Kann man die abbauen? Muss ich mal gleich austesten, mal gerade. Testen wir das mal. Kann ich die abbauen? Nee, leider nicht. Das ist natürlich fucking behindert. Muss ich ja mal sagen. Weil ich glaube, ich habe ja sogar mal ein paar gefunden davon. Deshalb machen wir jetzt mal gerade hier. Endportal. Was war gerade dahin? Hoop all. Ja, ja. Bla, bla, bla. So. Soll ich jetzt nämlich da auf der Karte nämlich drauf? Was haben wir nämlich hier? Portal hier. Portal hier? Was ist denn Portal hier? Ungefähr hier. Hä? Hm. Na egal. Was soll's. Wir gehen weiter. Ist keine Ahnung, was ich mit ungefähr hier meine. Haha, jetzt verbrennen die nämlich immer alle. Ich hab wieder ein mächtiges Schwert endlich. Endlich. Stirb, du Sau! Du auch! Elendigen, explodierenden Creeper. Ihr mächtigen Wespen. Ich hab mal die These aufgestellt und ich finde, die These ist immer noch richtig. Was zum, wo kommt ihr her? Ich glaube, es hackt. Unglaublich, ey. Kommen auf einmal 10 Leute raus. Krass, ey. Unglaublich. Jedenfalls, ich habe einmal die These aufgestellt und ich finde, sie ist immer noch richtig. Creeper sind wie Wespen. Guck mal, kleiner Jumping-Parcours. Die ich natürlich total vergeige, da ich eine Tiefrüstung trage. Kann ich nicht richtig hier jumpen. So, aber ich bin ja kein Jumping-Parcours-Noob. Ein bisschen jumpen kann ich wenigstens. Interessant wäre das gewesen, wenn das alles Lava gewesen wäre. Das wäre, glaube ich, interessanter geworden. Achso, da könnt ihr hoch. Will ich gerade sagen. Und wo kommen die doch bestimmt hoch. Stopp. Mit dir. Ey, hab ich da jemand von hinten geschlagen? Nö. Achso, oh. Bin tot. Gleich. Immer was wieder zu essen. Sag ja, man muss auch an sich selber denken. Mit dem Essen. Oh. Cool. Ja, stirb du Sau. Du auch. Stirb du Elendiger. Du auch, stirb. Das Buch dabei. Nimm mal mit. Oh, ein Hexer. Oh, ein Hexer. Oh, nee, Necromancer. Stirb mal lieber einen Necromancer. Was sagen, der hat aber... Ist jetzt gerade dahinter? Ah. Dankeschön. Aua. Ich wollte gerade sagen, danke, dass du mich dahin geführt hast. Ist sehr nett von dir. Zack.
Stopp, du blöde Fledermaus. Du bist nämlich der ehemalige Necromancer. Haha. Oder du. Bist du es? Du bist es. Stopp. Oh, ich glaube, ich bin da gerade ganz krass vorbeigelaufen, oder? Aha, stirb. Aha, stirb. Die nichts machen können. Haha. Sehr gut. So, sehr gut. Wir haben 24 Level, kann ich wieder meine Schwert gleich verzaubern. Du stirbst aber noch. Was denn hier? Eine Seele. Ach, guck mal. Hier ist, glaube ich, das Wasserding. Kann das sein? Ich glaube schon. Sieht fast so aus. Da unten ist der Erfahrungspopel. Ah, ne. Diamant ist hier noch. Bin ich schon wieder voll? Ich bin tatsächlich schon wieder voll. Das gibt's ja gar nicht. Mal gerade, was wir noch alles reinpacken können. So. Zack, die nehmen wir mit. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier so Schönes? Oh, Leder. Leder ist immer gut. Da, das ist auch immer gut. Haben wir hier noch? Da, das nehmen wir auch mal mit. Sticks, ja, ist egal. Brauchen wir nicht. Trotzdem mal gerade alles wieder hier reinpacken. So, Leder. Leder, wir sind Lederfetischisten, deshalb brauche ich Leder. Nehmen wir mal mit. Boah. Alter, ich habe gerade einen Schock gekriegt. Ich dachte, neben mir steht jemand. Ich habe mich gerade verhalten wie Mehmet Scholl, ey. Meine Fresse. Weil die Mehmet Scholl-Aktion. Kennt ihr dieses Video von Mehmet Scholl? Wo er am Fußballfeld steht. Mehmet Scholl ist übrigens ein ehemaliger Fußballspieler von Bayern München. Wer es nicht wusste. Jedenfalls kennt ihr die Szene, wo Mehmet Scholl am Spielfeldrand steht. Und dann guckt er sich so nach hinten um. Und macht auf einmal die und erschreckt sich voll, weil er dachte, ein Ball kommt. Und die Szene ist abgrundtief lustig. Ich finde die geil, die Szene. Ich kann mich jedes Mal wieder drüber kaputt lachen, wenn ich die Szene sehe. Wenn man Scholl die Pussy. Die Scholl-Pussy. So, warte mal. Der ist im Übrigen, der ist Türke, ne? Wusste ich gar nicht, dass Mehmet Scholl Türke ist, weil Mehmet. Wusste ich gar nicht. Weil er sieht nicht aus wie ein Türke, ohne Scheiß. Er sieht aus wirklich wie so ein Deutscher, ohne Scheiß. Aber der ist Türke. Ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich fand das echt komisch, wo ich das erste Mal erfahren habe, dass das denn Türke ist. Krass. Naja, egal. Dann machen wir gerade hier noch den Rest leer. Das noch alles. Den Hub brauche ich nicht. Ich scheiß auf den Hub. Das nehmen wir aber mit. Das auch noch. Das nehmen wir alles mit hier oben. Kann man alles mal gebrauchen. Das. Oh, ein Choir? Wofür? Vielleicht kann man da ja Pfeile reintun. Genau, vielleicht kann man da Pfeile reintun. Hä? Okay. Ah! Cool! 44 Pfeile habe ich jetzt da drinne. Geil. Hab ich, wenn ich jetzt einen Nicht-Infinity Bow hätte, ob ich jetzt dann dadurch mehr, ob der dann von da aus die Pfeile nimmt. Würde mich mal interessieren. Gucken wir jetzt gleich direkt mal nach. Oh, Bomb, cool. Nehmen wir alles mal mit. Auf den Magic Mirror mal gerade drauf geschissen. Warte mal. Schauen wir mal gerade nach. 44 Stück. 76 Stück. Warte mal, hier hatten wir noch irgendwo gerade, glaube ich, einen Bogen, ne? Irgendwie war doch gerade ein Bogen. Ich glaube, ein Iron Bow oder so. War ja doch gerade hier irgendwo. Da, genau. Also, man nimmt jetzt echt von da aus die Pfeile raus. Das wäre fucking awesome. Nimmt der wirklich? Ja, wie geil ist das denn? Cool. Geil. Das wusste ich gar nicht. Ah! Oh Mann, das ist gar nicht gut jetzt gewesen. Jetzt kommt da nämlich die Lava rein. Fließ ab. Fließ ab und lasse mich in Ruhe. Ach, guck mal hier. Hier sind wir. Aua! Manu! Was soll denn das? Stopp, du Rade. Okay, sehr gut. Pam, Junge! Voll in die Fresse. Man, da fallen schon die Gegner vom Himmel, ey. Deiner blöden Rüstung hier. Stopp, du Sau. So. Verdammt, wir haben so viel Zeug wieder dabei. Das ist schlimm. So, okay. Alles wieder einsammeln.
So, wieder alles einsammeln. Okay, ist nichts mehr drin, ne? Ich kann nichts mehr reinpacken, meine ich. So, Bombe noch ein. Das den Ball mal gerade. Das finde ich voll geil, ey. Das ist richtig cool. Guck mal, die Falken brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr, da ich ja jetzt eh eine Tiefrüstung trage. Ich aber gerade nochmal ganz kurz zum Dingens zurück. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Wo ist das Ding nochmal hin? Ich glaube, hier rechts war das, ne? Genau hier. Genau. So, zack, dahin. Tja, hast du gedacht, ne? So, zack. Kann mir keiner auf den Sack gehen. So. Dann würde ich sagen, Repair-Kosten auf jeden Fall. Fire-Aspect 2. Looting auf jeden Fall auch drauf. Und dann sind die Level schon wieder fast weg. Von daher machen wir einfach nur... Machen einfach gar nichts drauf. Aus Ende. Machen lieber was auf unsere Rüstung drauf, ganz ehrlich. So, wir machen nämlich jetzt hier Unbreaking voll. Protection auch. Ich vorne schon drauf. Ich nicht. Repair. Reparieren wir lieber alles. Repair und dann ist es nämlich. Genau, machen wir das lieber so. Die mich auf den Sack. Schlimm, diese Viecher. Das gefällt mir hier gar nicht. Ohne Scheiß. Das gefällt mir hier gar nicht. Nur zur Sicherheit, auch wenn ich hier nie wieder lang gehen werde. Ich will mir das hier nur zur Sicherheit bauen. Ich habe keinen Bock, in Lava zu fallen. Ohne Scheiß. Das letzte, was ich gebrauchen kann, ist in Lava fallen. Ganz ehrlich. Oh, hallo. Du musst ein Spinnchen. War mal gerade tot. So. Haben wir hier, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Könnte jetzt noch ein paar Dingens abbauen hier. Noch ein paar Bücherregale. Bei. Ich recht überlege. Brauchen tue ich es nicht. Brauchen tue ich es wirklich nicht wirklich. Weil die Rüstung können wir mal mitnehmen. Da kann man vielleicht noch was draus bauen irgendwann mal. Ja, ist okay. Gehen wir raus. Ist fucking awesome, das Ding, ey. Absolut geil. Gut, es sammelt auch direkt die Pfeile da drin, ne? Hab ich nur, wie viele Pfeile da reinpassen? Mich mal interessieren, wie viele Pfeile da reinpassen. So, ich will hier runter. Danke. Also ich könnte mich jetzt auch nach oben bauen, aber wofür? Ich kann auch hier so durch. Ich kenne den Weg nämlich noch einigermaßen. Jetzt muss ich nämlich hier hoch. Haben wir die noch kaputt. So, jetzt hier rechts. Dann hier lang. Hier durch, hier jetzt komme ich einfach nach rechts, genau. Und hier durch, Endportal, ja. Rare Mob, den haben wir noch gerade kaputt. Alter, waren das viele Creeper! What the fucking hell? Heftig. Heftige Scheiße. So, hier noch alles eben mitnehmen. So. So, mach's gut. Dann hier durch. Hier ging's, glaube ich, hier lang. Nee, Quatsch. Hier ging's lang. Hier, dann hier links. Und dann bin ich quasi auch schon draußen. So. Ist natürlich hier noch irgendwo dieser blöde Enderman. Hier ging's raus. Zack, draußen sind wir. Sehr gut. Am Junge. Bam, Junge. Tierjagd. Haha. So. Echt fucking awesome, dieser Köcher ist echt fucking awesome. Okay. Wir müssen jetzt quasi wieder in die Richtung. Sprich, ich glaube, ich muss gleich doch mal meinen Zauberstab rausholen. Und dann muss ich mal
Mal hier, mal gucken, ob ich hier weiterkomme irgendwo. Bup, 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 bup. Doch mal wieder hier lang. Ich muss in die Richtung, muss ich. Ob wir das irgendwie schaffen, mit der Thief-Rüstung darüber zu jumpen. Mal gerade. Sekunde. Na, ah, verdammt. Das ist das Doofe an der Thief-Rüstung. Mit der bist du echt ultra schnell unterwegs. Da passiert öfters mal, dass du echt runterfliegst einfach, obwohl du das gar nicht wolltest.